Servus Leute, also wir nehmen euch heute mit auf eine tolle Tour, heute im Farnes Naturpark. Seid gespannt. Unser heutiges Ziel im Farnes Naturpark ist die Farneshütte. Wir laufen in den Park hinein und kommen gleich an den ersten Wasserfall. Er wird heute nicht der letzte sein, das Gebiet ist dafür bekannt. Jetzt geht es aber erst einmal steil nach oben. Die meisten Höhenmeter meisterst du zu Beginn der Tour, danach wird die Wanderung einfach, versprochen. Wir kämpfen uns also Stück für Stück hinauf. Dafür haben wir super schöne Ausblicke. Oben kommen wir auf einem Plateau an. Der Ausblick ist einfach absolut imposant. Die Dolomiten zeigen erneut, warum sie mit die schönsten Berge der Alpen sind. Ab sofort tauchen wir nun in die Märchen- und Wasserlandschaft des Farnes Naturparks ein. Die Natur verändert sich. Wir laufen über Brücken und kommen an unzähligen Wasserläufen vorbei. Es ist einfach bezaubernd. Wir befinden uns hier in einer Art Tal, umringt von einem traumhaft schönen Panorama. Jetzt verändert sich die Landschaft erneut. Die Berge ringsum sehen aus wie auf einer Vulkaninsel. Es wird richtig bunt. Dazwischen kommen einige Bäume. Nach etwa 3 Stunden haben wir die Farneshütte erreicht. Mit Blick auf die bunten Berge steigen wir ab. Unser nächstes Ziel sind die Lavarella-Hütte und ein See. Die Landschaft ändert sich erneut. Wir kommen zu weiteren Wasserfällen, das Highlight der Tour. Hier kannst du dich aus fotografischer Sicht richtig austoben. Oder hier sitzen und genießen. Beides möglich. Diese Märchenlandschaft ist einfach grandios. Wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter zum Levertsee, der ebenfalls zum Verweilen einlädt. Danach geht's den gleichen Weg wieder zurück.